Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live, heute zu einer Spezialausgabe an diesem Sonntag mit einem ganz speziellen Gast, muss man sagen, der große Wahltriumphator vom vergangenen Sonntag, eine Woche danach bei uns zu Gast, Werner Kogler, Grünen-Chef. Grüß Gott. Guten Tag, danke für die Einladung. Herr Kogler, das war ja, muss man sagen, ein fulminanter Wahltriumph letzten Sonntag. Haben Sie es schon ein bisschen verdaut, was da passiert ist in der vergangenen Woche, oder sind Sie noch im Freudentaumel der Gefühle? Naja, für einen Freudentaumel hat es ja nicht gereicht, aber da war schon ganz viel zu tun wieder. Aber gestern eben war, gestern Samstag war eben noch eine große Wahlparty letztlich, die wir nachgeholt haben, eine zweite. Da bin ich mal draufgekommen, dass wir eigentlich mehr dazu gewonnen haben als alle anderen. Und nachdem sie die auch alle als Sieger dargestellt haben, haben wir das jetzt auch noch mal schnell nachgeholt. Wie haben Sie denn diese Woche so verbracht? Weil das war ja ein medialer Tsunami, der über Sie hereingebrochen ist. Schon am Sonntagabend ist eigentlich losgegangen und gab ja keinen Tag, wo Sie nicht von irgendeiner Titelseite mit den Grünen gelacht haben. Ja, aber trotzdem, die Medienvertreter sind ja kreativ. Ich habe nicht jeden Tag Interviews gegeben. Sonntag war natürlich ganz viel, ist ja logisch, soll so sein, gehört sich auch. Am Montag haben viele meiner Stellvertreterinnen und Stellvertreter die Landesregierungsmitglieder Stellung genommen. Da war ja überhaupt quasi grüner Montag, blauer Montag völlig weg. Und Mittwoch hatten wir, glaube ich, ein großes Statement. Und Donnerstag waren wir beim Bundespräsidenten, jetzt habe ich es ungefähr beisammen. Aber ich glaube, wir haben im Wahlkampf doch einige Ankündigungen gemacht, wo man Rückschlüsse ziehen konnte. Und was ich bemerkt habe in den Medien, sind die zutreffend gezogen worden. Aber ich war nicht jeden Tag in Interviews, sondern nur jeden dritten, denke ich. Wie lange sind Sie denn eigentlich am Sonntag schlafen gegangen? Können Sie sich überhaupt noch erinnern? Ja doch, um 3 Uhr, das war eh verhältnismäßig früh. Also ich habe gehört, dass die ÖVP-Feiern länger gedauert haben. Verstehe. Auch originell. Ja. Woran lag es denn Ihrer Meinung nach, dass die Grünen jetzt so gut abgeschnitten haben bei dieser Wahl? Was dieses Comeback, das sie da getrommelt haben, zurück ins Parlament, was die Fridays for Future-Bewegung, die ihnen da am Freitag vor der Wahl ja noch einmal ordentlich Auftrieb gegeben hat, was generell die Klimaschutzthematik, wie ja alle sagen, was war im Endeffekt Ihrer Meinung nach der Hauptgrund, das wird alles ein bisschen gewesen sein, aber was war der Hauptgrund, dass die Grünen dann im Endeffekt doch stärker zugelegt haben, als sich ja selbst viele Politikexperten erwarten? Ja, Sie sagen es ja selber alles, aber eigentlich nicht ein bisschen, sondern schon in der Mischung ganz, ganz anständig. Wir hatten es bei der Wahl zum Europäischen Parlament ja schon gesehen, dass diese Mischung, dass die Grünen ja zwar in Österreich jetzt ein großes Problem hatten, weil sie nicht in den Nationalrat gekommen sind, und diese Bewegung zurück zu den Grünen, das haben wir natürlich im Nachhinein betrachtet, kann man es nur leichter behaupten, nicht ungeschickt gemacht. Also dieses Wahlmotiv, dass die Grünen überhaupt wieder mal dabei sind, das hat hätten wir voriges Jahr vorverlegte Wahlen gehabt und wir wären aber noch nicht so gut sortiert gewesen, hätte das Wahlmotiv ja trotzdem mal schon was erzeugt. Man hat ja gesehen bei den meisten Landtagswahlen, dass die Grünen ja in Niederösterreich sind, die wieder souverän reinkommen. In Tirol haben sie eigentlich auf hohem Niveau gehalten und sofort die Regierungsverhandlungen wieder erfolgreich geführt. Nur Kärnten war eine Delle. So, und das sind nicht nur wir allein, ja, weil und das war immer mein Motiv für den Wiederaufbau. Die Nachfrage nach grünen Ideen ist ja gerade in Österreich immer anzutreffen. Dann ist dazugekommen, glaube ich, dass das sympathisch war, dass wir weitergekämpft haben, also zumindest ein paar Personen, trotz Schulden und so. Das haben wir öfter auch in diesen Studios diskutiert. Und drittens hat sich die Themenlage gedreht. Da haben natürlich jetzt die europäischen Grünen ein bisschen was dazu beigetragen und wir, aber es war vor allem die Erkenntnis, die viel, viel breiter durchgegangen ist, von den Medien, Journalisten, eben herausragend zum Teil, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in den letzten Monaten offen zu den Grünen bekannt haben, das hat es noch nie gegeben. Also das war dann die Themenlage auch, allerdings sage ich immer dazu, ja, gibt es eine grüne Welle,
war ja ein europaweiter Slogan, die Green Wave, vor wenigen Monaten. Nur den muss man auch reiten können. Ja? Die anderen haben es eben nicht so gut gekannt. Und da kommt eben die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Das war, glaube ich, die Mischung. Ja, das hat uns geholfen, aber eben muss man ja jahrelang investiert haben, dass man was davon hat. Die anderen haben das auch plakatiert, aber denen hat es nicht so geholfen, weil halt noch nicht so lange glaubwürdig das vertreten. Wie groß war denn eigentlich Ihr persönlicher Anteil an dem Ganzen? Sie haben ja schon mal gesagt, Sie sind keine One-Man-Show, aber dennoch zeigen ja auch die Nachwahlbefragungen und so, dass Sie Spitzenkandidat sehr stark gezogen haben. Wie würden Sie es selber beurteilen? Ja, aber diese Nachwahlbefragungen, da gibt es unterschiedliche Befunde, aber zutreffenderweise, weil bei den grünen Wählerinnen und Wählern die Inhalte immer das größte Thema sind, das ist bei jeder Befragung so. Aber es war natürlich schon ein Faktor, dass ich verkörpert habe, was ich vorher erzählt habe, kann man jetzt einkürzen, dieses Nicht-Aufgeben, dieses Weiterarbeiten, Weiterkämpfen entlang einer grünen sozusagen Vision. Und das, glaube ich, was mir halt aufgefallen ist, wir waren ja von Vorarlberg bis Burgenland immer wieder unterwegs, im Wahlkampf, aber auch schon davor, dass das funktioniert, auch mit meiner Person, was ja weniger Beachtung gefunden hat, weil wir nicht im Nationalrat waren. 2018 haben wir schon wieder mit den, wie ich es früher gemacht habe, entlang von Wirtschaftsthemen oder so, Touren begonnen durch Österreich und auch Kongresse abgehalten, und die waren immer überbucht und voll. Wir hätten am Schluss, und es waren die meisten keine grünen Mitglieder, am Schluss Kongresse von nur weil wir ein paar Reden und Diskussionen ankündigen, von über 1000 Leuten abhalten können, konnten wir uns nicht einmal leisten. Das war der Herbst 2018. Also man hat schon gesehen, die Bewegung zurück zu den Grünen wird funktionieren. Und dann haben wir noch gut zusammengearbeitet und auch mit meiner Person, etwa in Tirol, da kann man ja zweimal sagen, erfolgreiche Landtagswahlen, aber auch Innsbruck, die Direktwahl des Georg Willi, auch hier öfter an analysiert und diskutiert, das hat schon was mit gemeinsamer Arbeit zu tun gehabt. Und da war ich halt auch immer mit dabei, und so haben wir uns halt wechselseitig gestärkt. Aber an der Stelle stimmt schon, wenn man sich die gute Arbeit in den Bundesländern anschaut, dass das tatsächlich keine One-Man-Show ist. Auf Bundesebene war ich natürlich alleine da. Jetzt muss man sagen, Sie waren ja der einzige Spitzenkandidat, der zwei Wahlkämpfe gleich direkt hintereinander gehabt hat. Zuerst die EU-Wahl und dann gleich den Nationalratswahlkampf. Also Sie haben ja da jetzt de facto eigentlich 4-5 Monate Wahlkampf durchgehend gemacht, fast ein halbes Jahr eigentlich, wenn man es zusammen addiert. Wie strapaziös war das eigentlich für Sie persönlich? War das die härteste Zeit Ihres Lebens jetzt? Nein, gar nicht. Es ist anders, als man glaubt. Ja? Also der EU-Wahlkampf war für mich sowieso locker von der Hand und von der Lippe, weil mit den Themen habe ich mich immer beschäftigt. Das hat mir immer besonders gereizt und interessiert. Wir hatten andere Einflussfaktoren, die das hart machen. Ja. Das geht bis heute im Übrigen. Und das war eben das Ausscheiden aus dem Nationalrat, weil wir mit einem Bruchteil von Mitarbeitern, also das ist so ein Mini-Team, das kann man sich gar nicht vorstellen, in Konkurrenz zu treten mit Parteien, wo, weiß ich, wie viele Leute im Parlament noch arbeiten, die Sacharbeit machen oder in der Partei. Also wir haben ja außer Schuldenabbau nicht viel gehabt. Und dann haben wir mit Kleinspenden uns da über Wasser gehalten. Also dieser Unterschied war eklatant, und das wirkt sich natürlich aus, weil man sehr, sehr viel selber machen muss. Also da war kein großes Coaching, da war vieles von dem, was wir inhaltlich ja auch noch eingebracht haben, haben wir uns mehr oder weniger selber erarbeitet und keine Thinktanks gehabt. Und das ist jetzt noch so. Also da werden wir jetzt mit den neuen Ressourcen, natürlich wieder mit dem Wiederaufbau, die zweite Runde beginnen. Im Nationalrat zum Beispiel. Jetzt ist es ja auch oft so, wenn man erfolgreich ist, dann kommen plötzlich wieder alle und klopfen an und melden sich, die sich da vielleicht davor nicht gemeldet haben. Merken Sie das Phänomen auch ein bisschen wieder seit dieser Woche? Ja, ich überblicke das gar nicht. Ich bin da nicht nachtragend. Davor waren Sie ja ziemlich allein, muss man sagen. Ja, das war aber so konstruiert auf Bundesebene. Das haben wir genau eben erst besprochen. Das hat halt ein Gesicht gehabt. Ein paar haben wir schon gehabt, die geholfen haben. Und mit einzelnen Bundesländern und Exponenten dort war die Zusammenarbeit immer da. Das ist etwa, wenn der jetzt in 10 Tagen Wahlen hat, beziehungsweise in einer Woche, der Johannes Rauch aus Vorarlberg, der hat das immer massiv unterstützt. Ja, das könnte man meinen, gerade die Vorarlberger sind Superföderalisten, sind sie auch auf ihr Ort. Aber die haben immer gewusst, dass es Bundesgrüne braucht, und der Zusammenhalt war enorm. Aber wie gesagt, wir hatten noch die Bundesländer als Strukturen, und so haben wir halt gearbeitet. Jetzt haben Sie diese Woche auch den Alexander Van der Bellen
getroffen, der sich nämlich auch besonders freut darüber, dass die Grünen wieder eingezogen sind. Wie ist denn dieses Gespräch gelaufen? Das war ja wahrscheinlich nämlich eine kleine Mini-Party, die Sie da zu zweit gefeiert haben in der Hofburg. Nein. Wir haben natürlich sonst auch Kontakt immer gehalten, manchmal mehr, manchmal weniger, und die Wahlkämpfe und was da zwischen Europawahl und Nationalratswahl war, haben wir auch immer besprochen, aber das ist schon aufgrund einer längeren Verbundenheit natürlich. Die Frage hat sich ja auf das Gespräch in dieser Woche bezogen. Das hat schon den Charakter gehabt, den es auch haben soll, dass man mal schauen muss, wie ist die Lage in der Republik und welche Parteien haben wie viele Stimmen bekommen, wer ist wie stark jetzt im Parlament vertreten und was ergeben sich da für Möglichkeiten. Also da war, wie man sagen würde, jeder in seiner Rolle, und das hat 55 Minuten gedauert. Und ja, das wird mit den anderen ähnlich verlaufen sein. Also da hat es, glaube ich, keinen großen Unterschied gegeben. Hat er Ihnen eigentlich dazu geraten, Türkis-Grün zu versuchen? Er hat das ja selber auch einmal verhandelt mit Wolfgang Schüssel. Hat er ja gewisse Erfahrungswerte? Ja, nein, das hat er nicht geraten, weil einmal einfach sozusagen die Sondierungen vorzubereiten sind. Und das Einzige, was bekannt ist, und nicht einmal das hat er mit mir besprochen, ist ja, dass er mit einem bestimmten möglichen Minister keine Freude hätte. Und das verkünden ja immer im Wahlkampf auch schon andere Parteien, nicht einmal ich. Ansonsten hat es überhaupt... Oder? Ja, genau, aber das wird schon so sein. Aber nicht einmal das haben wir besprochen, das wollte ich eben sagen. Sondern wir haben genau einmal die Geografie, die politische Geografie ausgemessen, was da möglich ist und sinnvoll sein kann. Aber da war keiner, es wurde ja auch nach Tipps unmittelbar nachher gefragt, ob es irgendwelche Tipps gegeben hat. Nein, hat es nicht. Und man muss ja die Rolle des Bundespräsidenten sehen. Das hat man ja entlang des Misstrauensvotums gegenüber der Kurzregierung dann bemerkt, was er eigentlich für eine starke Stellung in dem Gefüge hat. Und das versucht er natürlich auch objektiv auszufüllen, weil die Regierung wird letztlich von ihm ernannt, bestätigt. Er hat nur insofern eine beschränkte Möglichkeiten, als dass es in der österreichischen Tradition besser ist, eine Regierung hat im Nationalrat eine Mehrheit. Aber ansonsten, auf das wird er vermutlich achten. Aber und in die Richtungen werden seine Bemühungen gehen. Ich gehe davon aus, dass jetzt der Gesprächsauftrag an Sebastian Kurz geht. Das ist ja die simple Logik. Und dann wird quasi dieser beauftragte Parteivorsitzende Kurz die Gespräche führen. Ich gehe davon aus, dass das nächste Woche stattfindet. Und dann wird man sehen, wie weit der Bundespräsident hier noch einmal das Ganze moderiert. Jetzt müssen sich einmal die Parteivorsitzenden selber ein Bild machen. Wie wichtig ist denn das Wort und der Rat des Bundespräsidenten für Sie? Sie haben ja selber gesagt, Sie haben immer wieder Kontakt gehabt. Jeder weiß, er war jahrelang auch Ihr Parteichef. Sie haben ein, glaube ich, sehr enges Verhältnis, wenn ich richtig informiert bin. Wie gewichtig ist sein Wort für Sie? Ja, es hat die Wahl zum Bundespräsidenten, die wir enorm unterstützt haben. Das war eigentlich noch ein großer Erfolg, nicht nur der Grünen, aber auch der Grünen. Da haben wir natürlich noch mehr Kontakt gehabt. Aber er kann das ganz gut trennen. Und ich glaube, es deckt sich halt die Erwartungshaltung, die gar nicht so offen ausgesprochen wird, auch nicht unter vier Augen, dass er vor dem Ibiza-Skandal-Video ja schon gesagt hat, er wünscht sich von welcher Regierung auch immer mehr Klimaschutz. Und da tut er ja so durch die Welt mit diesem Anliegen. Und das scheint mir sehr glaubwürdig. Und natürlich ist, denke ich, auch dort die Hoffnung, dass das bei Parteien, die sich jetzt mehr damit beschäftigen, eine größere ist, wenn die regieren. Ja, das könnte aber auch die NEOS treffen, die ja das Thema durchaus glaubwürdig entdeckt haben. Und die SPÖ versucht sich da auch neu zu orientieren. Ich habe da nicht, ich meine, wo er das am ehesten entdecken wird, ist eben wieder bei der FPÖ. Also wenn man alles zusammenzählt, könnte man auf diese Idee kommen. Ja. Aber das ist nicht so, in diesen Tagen jetzt ist das kein offenes Thema. Aber man merkt ja auch so, dass er die Vorstellung hat, dass Österreich wieder stabil, das ist ihm wichtig, das war bei den Grünen nicht immer so ein Thema, möglichst demokratisch, transparent, modern und vor allem in diesen neuen Umweltherausforderungen gerecht werdend regiert wird. Das merkt man, aber dazu könnten wir auch die Medien verfolgen.
Haben Sie eigentlich schon mit Sebastian Kurz Kontakt gehabt diese Woche? Gab es ein Telefonat? Doch, wir haben aber vor dem Wahltag schon miteinander telefoniert und es wurde ja zutreffend berichtet, dass wir uns einmal länger getroffen haben. Ich finde, es ist aber jetzt. Aber auch nach der Wahl haben Sie schon telefoniert miteinander? Ja, doch. Aber wie gesagt, ich habe vor. Wie lange, wenn ich fragen darf? Oder so länger das waren mehrere kurze Telefonate. Okay, verstehe. Okay, aber persönliches Treffen gab es auch schon nach der Wahl? Nein, das müssen wir erst vereinbaren. Ja, aber das wird jetzt das Offizielle sein und natürlich, wenn man das jetzt ernsthaft besprechen wollen würde, wie solche Sondierungen ausschauen, dann wird man sie auch mehrmals treffen müssen, weil das Ganze braucht ja einen Ablauf, braucht einen Plan und da muss man mal über die größeren Linien reden, sonst hat ja das alles keinen Sinn. Deshalb lege ich ja Wert auf diese Sondierungen, damit man mal auslotet, was überhaupt sinnvoll möglich ist. Und dann werden wir ja sehen. Ich gehe davon aus, das wird jetzt eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und alle werden ungeduldig werden, aber wenn man das ehrlich angehen will, dann muss man halt auch ehrlich agieren. Ja. Mit dem HC Strache war der Sebastian Kurz als Icebreaker Sushi essen. Was wird es denn bei Ihnen beiden werden? Das weiß ich nicht. Was? Ich grüble gerade. Ein Schweinsbraten oder? Keine Ahnung. Also, oder nur Bier? Auf was würden Sie gerne mit dem Sebastian Kurz gehen zu diesem ersten Treffen? Wenn ich mir den Herrn Kickl da mit seinen Reimen im Ohr habe, nicht Bratelfett statt Minarett, wundert es mich jetzt, wenn die Sushi gegessen haben. Auch ich wusste das gar nicht. Ja. Hat mir noch niemand erzählt. Sushi eher nicht. Sie sind nicht so der Sushi-Typ, oder? Oh ja, auch, aber Ihre Studie ist ja nicht so weit vom Naschmarkt. Ich kann mich erinnern, dass das einmal vor Jahrzehnten in Wien der große Renner war am Naschmarkt. Ich mag eher Maki, weil zu viel roher Fisch ist dann jetzt auch nicht unbedingt oststeirisch. Okay. Herr Kogler, wir reden gleich weiter. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann darf ich Sie ein bisschen auch über Türkis-Grün fragen. Mal schauen, ob Sie auch antworten darauf. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Kölner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. Ja, willkommen zurück bei Kölner live. Heute zu Gast bei uns ist Grünen-Chef Werner Kogler. Grüß Gott, Herr Kogler. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Sprechen wir mal ein bisschen kurz über Türkis-Grün. Da spricht derzeit das ganze Land drüber, eigentlich seit Sonntagabend, muss man sagen. Sie sind da ein bisschen abwartender als die anderen. Jetzt mal unter uns und den Fernsehzuschauern, die zuschauen. Wie stehen denn die Chancen für Türkis-Grün wirklich? Über 50%? Naja, jetzt ist genau, glaube ich, eine Woche seit dem Verkünden des vorliegenden und vorläufigen, so muss man sagen, Wahlergebnis da. Ich kann noch immer keine Wahrscheinlichkeiten angeben. Sie waren ja, wie wir versucht haben, es ehrlich zum Ausdruck zu bringen, im Wahlkampf schon nicht weggeschoben. Wir schon vor, also schon zu Zeiten des Ibiza-Skandals gesagt, wer, wenn es darauf ankommt und wir schaffen es wieder rein, werden wir nicht auf der Flucht sein, weil eine der wichtigsten Aufgaben im Nationalrat ist, zur Regierungsbildung beizutragen und wir wollten ja unbedingt in den Nationalrat und das hat eben auch damit zu tun letztlich und mit Fortdauer war klar, dass wir oder vor allem auch ich gesagt habe unter Akzeptanz aller Grünen eigentlich, wir werden sogar aktiv das Gespräch suchen, aber wohlgemerkt das Gespräch. Wenn alle so schimpfen, was jetzt wieder nach Ibiza passiert ist, dann muss man sich ja um eine Alternative bemühen. Ja? Das haben auch die NEOS gesagt, das sagt die SPÖ bis heute, zu Recht, alle. Und was jetzt neu ist allenfalls, das war nur zum Anfang Gespräch jetzt angedeutet, dass der Erfolg so groß war, beiderseits, dass sie Türkis-Grün überhaupt ausgeht. Das war ja, den ganzen Wahlkampf hindurch hat ja das keiner so angenommen und das ist neu. Und ich bin jetzt gar nicht unbedingt in der Lage, Wahrscheinlichkeiten anzugeben, aber möglich ist es schon. Ob es sinnvoll ist, müssen wir schauen. Notwendig wäre natürlich bestimmt, also jetzt haben wir möglich, sinnvoll und notwendig, notwendig wäre natürlich eine vertiefte Beschäftigung davor. Das habe ich ja auch im Übrigen beim Bundespräsidenten deponiert, dass das jetzt ein paar Wochen dauern wird. Nicht, weil wir uns selber finden müssen, das im Übrigen auch, weil wir haben sehr wenig Ressourcen, aber es muss oder es sollte zumindest, muss es gar nichts im Leben. Es sollte mit der türkisen Partei einmal
der Versuch gemacht werden, wie das überhaupt vorstellbar sein kann. Weil wenn es nicht vorstellbar ist, dann braucht man gar nicht anfangen. Aber Sie wollen jetzt wirklich ernsthaft sondieren. Das ist Ihnen auch persönlich ein Anliegen. So ist es. Genau. Also Sondierungsgespräche, die darauf abzielen, dass es dann Koalitionsgespräche werden. Die darauf abzielen, als Möglichkeit. Ja, aber das muss eben sinnvoll, das muss sich irgendwie sinnvoll gestalten. Weil wenn wir 10 Felder haben und in 9 ist nur Divergenz, dann wird das 10. alleine nicht reichen für einen Eintritt in Verhandlungen. Aber ich halte uns zugute, dass wir das eigentlich im Wahlkampf schon so gesagt haben, und es hat sich herausgestellt, dass er zwar bei den grünen Wählerinnen und Wählern nach allen Meinungsumfragen, die sich vor allem die anderen leisten konnten, die Skepsis, sie haben einmal welche präsentiert, denke ich, die Skepsis bezüglich Türkis-Grünen Gruppe und sehr, sehr hoch war, aber mit Fortdauer des Wahlkampfs hat sich herausgestellt, es wollen alle, dass die Grünen nicht nur in den Nationalrat kommen, es hat sich ein bisschen der Erfolg schon angekündigt, sondern dass man das also auch als Chance oder fast als Auftrag sieht, in die Regierungsgespräche einzugreifen. Sehr historische Chance auch für Sie, muss man sagen, für die Grünen in Österreich, denn Sie regieren zwar in allen möglichen Bundesländern mit, aber es gab noch nie eine bundesweite Regierungsbeteiligung der Grünen. Ist das nicht auch so Ihr persönliches Ziel, das einmal zu durchbrechen und auch einmal zu beweisen, dass die Grünen regieren können? Ja gut, dass wir regieren können, das sieht man in den Ländern, das haben Sie erwähnt. Ich habe ja früher schon immer gesagt, als wir noch im Nationalrat vertreten waren, so gut wie viele Minister, die ich dort beobachte, so gut regieren könnten wir schon länger, anlässlich der ganzen Finanz- und Bankenskandale. War ja Sie das, sagen, die Grünen sind regierungsfit, Ihrer Meinung nach? Naja, fit, da müssen wir jetzt, weil wir ja wenig Geld und Staff hatten, da müssen wir nachholen, um jetzt fast zu sagen nachrüsten. Ja. Aber Sie werden das finden von mir, schon in den Jahren 2012 bis 2014, da hat es ja große Auseinandersetzungen gegeben, wo ich der damaligen rot-schwarzen Koalition vorgeworfen habe, dass sie nach der Finanzkrise völlig versagt haben und viele Milliarden Steuergeld sinnlos vergaukelt haben, weil sie die Bankenkrise falsch gemanagt haben. Und einer dieser bekannten gewordenen Reden hat ja damit geendet, sie sollen das Finanzministerium hergeben, die dort, weil dass wir besser könnten. Hätten wir auch, glaube ich. Also das ist nicht das Thema. Das Thema ist anderes. Es ist ja historisch wäre es einfach, weil es halt das erste Mal war. Auch das ist richtig. Noch historischer ist aber meines Erachtens gegebenenfalls, dass eine Partei, die jetzt einmal gar nicht im Nationalrat war, sofort regieren würde. Das ist ja, da muss man weit fahren in Europa, glaube ich. Das ist aber kein Ziel an sich. Das glaubt man, glaube ich, auch. Also erstens bin ich persönlich ohnehin leidenschaftlicher Parlamentarier und die Aufgabe als Clubobmann ist ja auch reizvoll. Wir haben nicht sozusagen, wir wollen zwar die Welt verbessern, ja, aber wir haben jetzt nicht unbedingt die Verpflichtung, aus Staatsräson irgendwas Türkis-Grünes zu machen, was sich von Türkis-Blau nicht unterscheidet. Mhm. Das werden wir nicht machen. Das war genauso, ich war da im Übrigen dabei, 2003, Sie haben es angesprochen, Schüssel van der Bellen. Umgekehrt muss man es versuchen, ja, genau so ist es. Ich kann nicht sagen, wie das ausgeht, aber das ist jetzt keine Sache von historisch, sondern das ist eine Einschätzungsfrage, wo man mehr durchbringt. Historisches haben wir jetzt auch schon geleistet. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind leidenschaftlicher Parlamentarier. Sie haben bei uns im Studio vor der Wahl gesagt, Sie könnten sich vorstellen, selbst wenn die Grünen in eine Regierung kommen, dass Sie den Clubobmann machen und kein Ministerium übernehmen. Ja, das ist möglich. Ja, jetzt, ich glaube, wir reden immer noch von diesen geringen Wahrscheinlichkeiten, dass es zu so einem Eintritt der Grünen überhaupt kommt, aber das ist durchaus möglich, weil die Aufgabenverteilung ja ohnehin so ist, dass das Parlament wichtig ist, wie wir gesehen haben in letzter Zeit. Und wenn wir mehr zu reden hätten, dann wird es auch einen anderen Stil geben, sodass auch das Parlament wichtiger wird. Und das wäre Ihnen noch wichtig, dass man den Parlamentarismus da auch wieder... Dass man zumindest manche Dinge halt im Parlament Schluss verhandeln lässt und nicht alles schon eingepflockt ist und die Abgeordneten als verlängerte Werkbankmechaniker da sitzen und das nur irgendwie zusammenschrauben müssen, nämlich mit der Parole der Parteizentralen. Also da geht es sicher mehr. Man kann bestimmte Dinge im Parlament machen, habe ich auch angekündigt, die Regierung weniger angehen, etwa diese berühmten
Parteifinanzierungsgesetze, wo es wirklich um Ehrlichkeit und Transparenz geht, damit man diesen Verdacht, ja, meistens ist es ja nur Verdacht, muss man dazu sagen, aber man sollte den Anschein vermeiden, der Käuflichkeit der Politik. Das war ja eigentlich der Auslöser für diesen Wahlkampf, so wie in diesem an dieser Stelle da eher irritierend grauslichen Video zum Ausdruck gekommen ist. Und da kann man viel tun, da brauchen wir übrigens keine Regierung und ich werde sicher mit allen im Parlament vertretenen Parteien versuchen, da sind da die NEOS dann, weil die erwähnt wurden, eine wichtige Ansprechpartner, ich halte dafür sehr glaubwürdig. Und da braucht man noch gar keine Regierung, dass wir mit dem beginnen können. Weil Sie gerade die NEOS angesprochen haben, es gibt ja auch einige, die ventilieren, dass es, obwohl es sich theoretisch zu zweit ausgehen könnte zwischen ÖVP und Grünen, man ja auch die NEOS ins Boot holen konnte, um da einfach auch eine breitere Mehrheit zu haben. Wäre das ein spannender Ansatz Ihrer Meinung nach? Ja, aber das ändert jetzt einmal nichts daran, dass wir Grüne mal danach trachten, unsere Orientierung zu verschaffen, ob das überhaupt mit den Türkisen einen Sinn machen kann. Und mit den Neosolar könnten wir ja nicht regieren, das wäre sicher viel, viel einfacher. Und dass Beate Meyl-Reising und ich ein gutes Verhältnis haben, trotz aller Unterschiede, auch genau in dem Studio, im besten Sinn des Wortes ausgetragen, ist es so, dass das Ganze einen zusätzlichen Sinn ergeben muss, aber für mich ändert sich da nicht so viel, offen gestanden. Wir werden uns da auseinandersetzen müssen mit der größeren Partei. Das muss man ja den Grünen sagen, also alle, die Grünen gewählt haben, die ÖVP hat genau in dem Verhältnis 14 zu 37 mehr Stimmen. Das sind 2,5 Mal so viele Stimmen. Und die NEOS haben entsprechend wieder weniger als wir. Und insofern muss man in der Demokratie dann die Kräfteverhältnisse zur Kenntnis nehmen. Und jetzt gehören die NEOS zu den kleineren Wahlsiegern, das ist richtig. Aber Der Einfluss zur Regierungsbildung bleibt trotzdem gering, weil sie hier nicht mehrheitsentscheidend sind. Das ist eine ganz normale Aufstellung, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir gerade im Parlament besonders gut zusammenarbeiten werden. Die haben wirklich viel gebracht, dem österreichischen Parlamentarismus. Sie haben gerade angesprochen die Mehrheitsverhältnisse. Jetzt hat Ihre zukünftige Abgeordnete Sigi Maurer gesagt, die ÖVP braucht einen 180-Grad-Schwenk, damit man da zusammenfindet. Ist das nicht ein bisschen frech fast, wenn man dem vielleicht zukünftigen Koalitionspartner gleich mal so eine mitgibt? Ja, das weiß ich nicht genau, in welchem Kontext sie das gesagt hat. Man könnte aber auch mich zitieren, ich bringe das immer dorthin. Ich habe ja selber die Umkehr der ÖVP in ein paar Bereichen verlangt, aber bleiben wir bei einem Hauptanliegen, das ja dann vor allem an uns adressiert werden würde, etwa im Klima, Umwelt- und Naturschutzbereich. No, da wird sowas Ähnliches sein wie eine 180-Grad-Kurve, aber man kann natürlich nicht Vollbremsung verlangen und umdrehen auf der Autobahn, sondern das muss innerhalb von ein paar Jahren in einem so einem Programm sich wiederfinden, das ja, das wäre im Übrigen genauso ein Punkt, wo es sonst keinen Sinn hätte überhaupt zu beginnen, weil da liegen alle Hoffnungen auf den Grünen. Ist aber durchaus möglich, dass die ÖVP hier Punkte sieht und sich rückerinnert, was sie früher immer im Programm hatte, die von denen als solche so berühmt bezeichnete ökologisch-soziale Marktwirtschaft, ja dann her damit, ja, gegenüber dem Kurs, die jetzt vertreten haben in Sachen Natur- und Klimaschutz, wäre das wirklich eine 180-Grad-Wende. Wo muss sich denn die ÖVP bewegen, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt einige Punkte. Muss, wie gesagt, oder, muss, habe ich aber auch gesagt, weil muss ist wo, gar wo nichts. Sollte, ja. Wo sollte sie sich bewegen, vor allem jemand sagen? Naja, ich glaube, dass wir zuerst einmal, wir von den Grünen aus schauen müssen, was ist es jetzt eigentlich, das inhaltliche ideologische Anliegen dieser türkisen ÖVP bei der ehemaligen schwarzen ÖVP wusste man ja ein paar Sachen. Ja. Da gibt es christlich-soziale Wurzeln, also im Zusammenleben, dass die auch wenn auf sogenannte Leistung stark Wert gelegt wird, aber doch das soziale Netz halten soll. Das entdecke ich bei den Türkisen weniger. Das möchte ich mal rauskriegen, an was die dort denken, weil das sind ja jetzt grundsätzlich keine Unmenschen, nehme ich wohl an. Und im Übrigen haben sie 37% bekommen. Also mich würde es interessieren, wie das in der Sozialpolitik gehen kann, dass wir, und das Interesse kann ja der kurze ÖVP nicht unterstellen, dass die Kinderarmut nicht zurückgedrängt werden soll. Und dann wird man schauen, wie das geht. Ja, da gibt es ja völlig verschiedene Wege, die meistens auch mit ideologischen Unterschieden zu tun haben, aber
Hauptsache das Ziel ist erreicht. Und Sie hören, wie im Wahlkampf, Kinderarmut zurücktrennen ist wichtig, aber ich habe da kein Muss und keine Vorschrift, wie wir das herkriegen. Vielleicht gibt es da Überschneidungen, würde ich fast vermuten. Aber das möchte ich in solchen Gesprächen rauskriegen. Sozialpolitik ist sicher ein Thema, wo es ein bisschen unterschiedliche Auffassungen gibt. Migrationspolitik, wie sieht es denn da aus? Da hat die türkis-blaue Regierung ja einen sehr klaren Weg verfolgt die letzten Jahre. Die Grünen waren nicht immer damit einverstanden, meistens nicht, richtig, muss man sagen. Wie soll denn das funktionieren? Ja, versucht es auch aufzuloten, weil die Handlungsspielräume der Nationalstaaten sind ja da mal für sich genommen gar nicht so groß. Da ist ja, wenn wir gemeinsam von der Kontrolle der Außengrenzen reden, das ist ja auch grüner Ansatz, dann hat das sehr viel mit der Europäischen Union zu tun oder allenfalls mit den Schengen-Grenzen. Da wird es nicht groß einen Unterschied geben. Also eher ist da interessant, wie man auf europäischer Ebene auftritt, weil das kann für Irritationen sorgen, wenn man da völlig unterschiedlich argumentieren würde. Aber ich halte sogar das für zulässig, dass wenn zwei an einer Problemlösung arbeiten und irgendwas bewegen wollen, dass sie dann trotzdem das nur unterschiedlich interpretieren und kommentieren. Also das ist ja, wird ja hinzukommen. Und ich erinnere mich, das ist jetzt genau ein Jahr her. Wir waren ja viel bei den bundesdeutschen Grünen im 18er Jahr und da war Landtagswahlkampf im Freistaat Bayern. Und niemand geringerer als der Spitzenkandidat der CSU Söder und der Innenminister der CSU ist Seehofer, haben ausgerufen, irgendwelche Obergrenzen. Das funktioniert aber so nicht. Das mussten die zur Kenntnis nehmen, haben im Übrigen gleich einmal 10% verloren. Ich glaube, in der realen, man muss mal schauen, was in der realen Sache hier wirklich zu tun ist. Wichtig wird werden, glaube ich, dass Österreich einen Beitrag leistet für die Flüchtlingslager, vor allem in Libanon und Jordanien, also rund um den Syrien-Konflikt, dass man das Türkei-Abkommen nachbessert unter Umständen. Da kann Österreich natürlich eine Rolle spielen im europäischen Konzert. Und da erwarte ich mir schon, dass die Mischung aus Ordnung, das Ordnungsbedürfnis ist ja zu Recht da im Übrigen, sage ich ja, und Menschlichkeit, dass das mit miteinander funktioniert. Und da mittlerweile ist ja die bayerische CSU wieder eingeschwenkt auf diese Linie. Also das herauszukriegen ist eben die Aufgabe der nächsten Wochen. Ja. Also, wir können nicht einfach jeder das Gegenteil wollen und das Gegenteil tun, weil dann hat Koalition wenig Sinn. Ja. Aber ich weiß es nicht, wie das ausgeht. Jetzt sind den Grünen eben auch die NGOs sehr wichtig. Man hört, dass die NGOs auch in ihrem Verhandlungsteam eine wichtige Rolle spielen sollen. Wie stellen Sie sich das denn vor, die Einbindung der NGOs künftig? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich will sie auch nicht vereinnahmen, tatsächlich nicht. Und wir haben gesehen, dass zwei Dinge gleichzeitig, dass gerade die ÖVP und die SPÖ sich immer einer riesigen Apparatur bedient, namens Kammern, Industriellenvereinigung. Wir hatten das ja 2003 gesehen, wie eigentlich die Wirtschaftsprogrammatik der ÖVP leitet. Im Übrigen war es ja im 17er Wahlkampf so, dass wir bei der Freiheitlichen Partei und bei der ÖVP Textbausteine fast wortgleich gefunden haben, schon im Wahlkampf. Das ist ja legitim, umso schneller sonst dann zusammenkommen. Aber die waren wiederum textgleich mit den Monatsschriften der Industriellen Vereinigung. Also habe ich mir gedacht, wir haben uns ja zu einer Bündnispartei entwickelt, aus dieser Not heraus, wo wir mit vielen dieser Initiativen zusammenarbeiten oder deren Anliegen auch vertreten, jetzt eben auch im Nationalrat. Und wenn es Richtung Regierung gehen sollte, dann wäre es ja gut, wenn das auch am Tisch kommt und nicht nur einseitig entweder die Beamtenschaft irgendwelche Materialien anschleppt oder die Industriellenvereinigung mehr oder weniger im Hinterzimmer sitzt, dann wäre doch das gut. Ja? Und da verlasse ich mich mal gern auch auf Nichtregierungsorganisationen und nicht nur auf die Sozialpartnerschaft. Ob die das machen wollen, das wäre völlig neu, das müsste ja mit den anderen Parteien sprechen, dass die hier ihre Sichtweise, ihre Unterlagen, da geht es ja dann auch um Konzepte, einbringen können. Direkt am grünen Ticket wäre ja noch einmal ganz was anderes. Also das wäre ja sozusagen ein Fortschritt für das Ganze. Da können wir uns nur beraten lassen und das eben einbringen. Aber da ist die Überlegung die gewesen, wir haben ja jetzt
eben keine Thinktanks, keinen Mitarbeiterstaff, der das machen könnte. Und es sind sehr viele Anliegen im internationalen Bereich. Wenn ich da an die Handelsverträge denke, da gibt es eine Organisation in Österreich, die das in unserem Sinne öfter vertritt. Es gibt im Sozialbereich Initiativen und natürlich und erst recht und allem voran im Umweltschutzbereich. Ja, wir wären ja dumm, wenn wir dort nicht hinhören würden. Abgesehen davon, dass alle diese Initiativen an die neue Regierung ja, Anliegen formulieren. Und ja, da werden wir versuchen, uns zu Anwälten dieser Anliegen zu machen. Ist ein spannender neuer Ansatz. Können Sie sich auch vorstellen, dass NGO-Vertreter dann auch, sollte es überhaupt zu einer türkis-grünen Regierung kommen, auch Ministerämter bekleiden? Naja, das ist direkt und unmittelbar ungewöhnlich, auch über das kann man nachdenken. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich das für die Grünen als politische Bewegung so gemacht habe. Als Innenminister, wäre das nicht einmal ein neuer Ansatz? Das ist zum Beispiel für mich eine neue Frage. Auch darüber kann man nachdenken, weil im Innenministerium ist natürlich sowieso Vorsicht am Platz, was Parteilichkeit betrifft. Da gibt es ja viele Verwerfungen. Das haben wir ja verfolgt und vieles ist ja noch nicht einmal richtig durchschaubar, aber das sind Machtkämpfe, die der Republik nicht gut tun. Da wären ein bisschen neutralere als Stahlhelme der niederösterreichischen ÖVP wahrscheinlich ganz nützlich an dieser Stelle. Aber ja, da muss ich überhaupt einmal drüber nachdenken. Aber was für die Grünen gilt, also das haben wir ja schon eingelöst. Das ist jetzt ein interessanter Gedanke, dass man das für Regierungen insgesamt macht. Bei uns ist ja die Nummer 2 eben erst in dieser Woche nach der Wahl hier gewesen. Bei Ihnen im Studio Leonore Gewessler, die ist unmittelbar von Global 2000 gekommen. Eine sehr, sehr kompetente und engagierte Frau und Kämpferin für viele Anliegen im Umwelt- und Wirtschaftsbereich. Es ist Lukas Hammer, die Nummer 1 in Wien, weil immer so viel von den Wiener Grünen die Rede ist. Ja, die ist von Greenpeace gekommen. Also, wir haben auf der steirischen Liste in meinem Heimatwahlkreis auf der Nummer 1 Jakob Schwarz, der eine umfassende Ausbildung zum Klimaexperten hatte, sowohl physikalisch als auch ökonomisch vom Wegener Center dort und war jetzt schon internationaler Berater. Da ist so viel Expertise und das kommt da aus der Gegend der NGOs, dass wir das selber einbringen können. Aber darüber werde ich nachdenken, ob man das in dem einen oder anderen Ministerium so machen könnte. Aber wie gesagt, wir reden da immer von sehr geringen Wahrscheinlichkeiten, dass wir überhaupt in diese Lage versetzt werden. Bleiben wir trotzdem noch ganz kurz bei den geringen Wahrscheinlichkeiten. Gibt es ein Ressort, wo Sie sagen, das sollte eher nicht bei der ÖVP landen? Ich nehme an, die Umweltpolitik wollen Sie auf jeden Fall haben. Sowas wie das Innenministerium, Sie haben es vorher gerade angesprochen, dass da ja sehr viel auch Parteipolitik betrieben wurde in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Ja, aber das ist mir zu weit gegriffen. Ich würde das dorthin gehend auflösen. Man braucht ja für alle Bereiche und dann die zugehörigen Ressorts eine gewisse Mindestverständigung an gemeinsamer Richtung. Es kann ja das eine Ressort sozusagen, wenn wir jetzt den großen Umweltbereich hernehmen und Klimaschutzbereich, in die Richtung arbeiten und das andere in die gegenteilige womöglich. Das ist viel wichtiger als die unmittelbare Zuteilung. Das gilt aber für alle Regierungen. Wer wäre denn ministrabel bei den Grünen? Ja, viele. Also, wer fällt Ihnen denn da ein? Das wäre Ihnen jetzt nicht sagen, ich will denen ja nicht schaden. aber wenn man schaut, was in den Landesregierungen die Grünen in der Lage sind zu leisten, dann sieht man schon, dass wir da keinen Mangel hätten. Okay. Jetzt haben wir noch dazu andere von außen auch noch dazu. Also Sie hätten genug? Ja, mit Sicherheit. Fundus, na, da fällt mir wieder einer so gut wie die letzten Regierungen schon lange. Ja. Kommen wir zum Ende. Sie haben einmal, glaube ich, so ein bisschen spaßeshalber gesagt vor der Wahl, wir werden eine Regierung vor Ostern haben. Ich meine, jetzt hoffen wir, es wird nicht ganz so lange dauern. Was schätzen Sie denn, wie lange wird es denn dauern, bis wir eine Regierung haben in Österreich? Ich höre und lese ja immer, dass die Regierung Bierlein ohnehin sehr beliebt ist und wenn wir Gesetze machen müssen und wollen, so wie ich etwa die ersten Wahlversprechen einlösen, weil da waren alle Parteien dabei, diese Offenlegungs-, Transparenzgesetze und gegenkäufliche Politik. Und das soll jetzt noch passieren, das können wir gleich machen. Bevor es eine neue Regierung gibt. Ich sage nur, da brauchen wir ja gar nicht warten. Nicht? Das muss sowieso das Parlament machen. Weil immer von, glaube ich, von Weihnachten die Rede ist, ja, wenn jetzt die Regierung, die jetzt da ist, ist ja eine da, das muss man ja sehen. Ich meine, der Staat geht ja nicht unter, um Gottes Willen.
dass das auch eine Perspektive ist und Gesetze, die halt unbedingt beschlossen werden sollten, die kann man auch so beschließen. Und ich glaube, wenn im Advent und knapp nach Silvester die Regierung Bierlein noch im Amt ist, dann wird es die Österreicher nicht schrecken. Jetzt gibt es viele Kritiker der Grünen, die sagen, wenn die Grünen in die Regierung kommen, dann ist das ein bisschen überspitzt, dann heißt das Tempo 100 auf allen Autobahnen, Marihuana wird freigegeben etc. Was kommt denn davon wirklich, von diesen ganzen Dingen? Die Grünen regieren ja also haben schon in der Mehrheit der Bundesländer regiert und in den wenigsten Fällen ist das eingetreten. Es gibt im Übrigen aber in Übereinstimmung mit anderen Parteien jeweils Tempo 100 Zonen in Österreich, auch auf Autobahnen, auch in meinem Heimatbundesland, und da waren wir noch lang weit weg von Regierungen, das in der Steiermark, weil oft die Luftqualität an sich so schlecht ist. Das hat gar nichts mit Klimaschutz zunächst zu tun. Und es gibt seit langem ein sogenanntes Emissionsschutzgesetz Luft, und wenn bestimmte Abgaswerte überschritten sind, dann tritt das in Kraft, dass weil das eine Möglichkeit ist, der Abgasreduktion, die 100 km/h, ich glaube in Tirol, und meines Erachtens hat dort immer noch die ÖVP die meisten Stimmen, in Tirol ist überhaupt schon nur mehr Tempo 100 auf der Autobahn oder über weite Teile, weil eben die Problematik der Kapazität der Autobahn, das ist nämlich interessant, dass man mit 100 km/h mehr Autos durchbringt als bei 130, und vor allem die Abgaswerte im Inntal so ein Problem sind. Also das gibt es auch ohne Grüne, wollte ich nur sagen. Ja. So, ansonsten glaube ich, ist ja das Wesen von Gesetzen, die im Nationalrat gemacht werden, dass es dort eine Mehrheit gibt. Also die Grünen, so stark sind wir nicht. Wir haben nicht 51%, nicht einmal die ÖVP. Es wird also immer Kompromisse geben. Für die werbe ich im Übrigen auch, ja, weil regieren heißt Kompromisse machen. Aber Tempo 140 ist Ihnen auf jeden Fall ein Dorn im Auge. Das wird es mit den Grünen nicht mehr geben, oder? Ja, das war unsinnig, denke ich, weil ja die Gesetze der Physik und Chemie von vornherein schon Auskunft geben darüber, da muss man noch nicht einmal, glaube ich, dieses studiert haben, dass die Abgaswerte steigen werden. So ist es auch. Und der Minister Hofer hat sich heute gerühmt damit, dass sie jetzt nicht ganz so schlimm steigen als sonst. Aber ich halte das alles für für Folklore. Ich weiß gar nicht, wie viel Mehrheit jetzt da nur in Österreich da wäre. Mein Gott. Man könnte ihn auch fragen, warum hat er nicht 160 oder 180 gemacht? Ist er ein Verbotsminister? Wir wissen es noch nicht. So, abschließende Frage noch. Wir haben jetzt über dürfen, sollen, können gesprochen beim Regieren. Jetzt eine Schlussfrage an Sie. Wollen Sie eigentlich regieren? Ja, mit Sicherheit. Wenn Österreich... In Österreich der Umweltschutz, die Gerechtigkeitsanliegen endlich mehr Schritte Richtung Korruptionsfreiheit passieren würden und die Menschlichkeit und vor allem, wie der Bundespräsident immer sagt, der Zusammenhalt nicht unter die Räder kommen, sondern nach vorne gebracht werden, dann ist ja das Ziel. Und wir vermuten, dass das bei Türkis-Grün, die geht es ja um die Variante besser, wäre als bei Türkis-Blau. Es muss sich eben genau davon unterscheiden. Und insofern wollen wir natürlich, weil wir wollen ja die Welt verbessern. Ja? Das stimmt, die Grünen sind Weltverbesserer. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man das Twitter als Schimpfwort ad acta legen kann. Ja. Wir sind halt Gutmenschen. Ja. Wenn den anderen schlechte Lieber sind, und deshalb wollen und können wir auch regieren, aber dann muss sich halt auch die Welt verbessern. Ja. Es wird immer wieder darauf zurückkommen. Herr Kogler, vielen Dank für das spannende und ausführliche Gespräch. Wir werden Sie hoffentlich in den nächsten Monaten noch öfters hier im Studio begrüßen dürfen, aber jetzt haben Sie sich, glaube ich, auch einmal ein bisschen Ruhe verdient nach diesen sehr doch... Aber ich bin Ihnen ja im Wort aus dem Wahlkampf heraus, weil diesen Sonntag nach der Wahl haben wir es halt das erste Mal eingelöst. Super. Danke vielmals, Herr Kogler. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV.